Temperaturen um die 30 Grad. Die Sonne brennt, ab ins Wasser. Für die einen startet jetzt die Urlaubszeit, für andere die Hochsaison im Job. Wie etwa für Berthold Schickmeier. Der Puckinger ist Geschäftsführer von Pool Doktor, verkauft Schwimmbecken, Poolüberdachungen, Whirlpools und Infrarotkabinen. Schickmeier ist Quereinsteiger, kommt eigentlich aus dem Online-Bereich. Es ist natürlich, wenn man plötzlich ein völlig anderes Produkt verkaufen darf, beziehungsweise auch in weiterer Folge dann eine völlig andere Branche kennenlernt, braucht man mal gewisse Zeit, dass man überhaupt sich mal reinlässt. Es ist aber dennoch so, dass insbesondere bei der Firma Pool Doktor durch die Unterstützung von Mario Wunder vor allem, das ein relativ leichtes war, dass man in die Materie einsteigt. Familie Wunder hat das Unternehmen vor 16 Jahren gegründet. Ihre Idee? Ein üblicher Ladenhandel mit zusätzlichem Online-Verkauf. Damals waren sie die Ersten in der Branche. Begonnen haben sie mit 2 Mitarbeitern. Heute hat das Unternehmen in Linz-Ebelsberg 14 Angestellte. Vor 8 Jahren wurden hier in diesem Schauraum über 6 Millionen Euro investiert. Das Ergebnis? Kunden sollen nicht nur schauen, sondern testen. Stichwort Probebaden. Wer seinen Bikini mitbringt, darf wellnessen. Leute investieren gerne und immer mehr in Wellness für zu Hause. Das fängt an beim klassischen Pool, geht aber genauso hin in Richtung Saunen, Whirlpool, Infrarotkabinen, insbesondere in diesem Bereich, wo man sagt, gerade in den kälteren Monaten will man genauso die Möglichkeit haben, dass man sich selbst was Gutes tut zu Hause. Das Hauptgeschäft aber Swimmingpools, und zwar zum Selbstbauen. Die Experten planen das Becken und beraten den Kunden. Der wiederum baut seinen Pool dann selbst. Die Technik vergleichbar mit Lego. Die Steine heißen aber Wunderstone, erfunden von der Familie Wunder. Die haben 4 Jahre lang an diesem Konzept getüftelt. Die Idee ist entstanden, nachdem wir gesehen haben, dass Styropor relativ viel Luft im Grunde enthält, die aber auch transportiert werden muss. Das heißt, im Grunde ist es ja so, dass man mit den klassischen Isomassivsteinen bis zu 6-7 Paletten pro Poolprojekt ausliefern muss. Mit dem Wunderstone schafft man die Hälfte davon. Außerdem spart sich der Kunde so rund 2 Drittel der Kosten. Massives Material. Jeder kann im Selbstbau mit diesen Steinen arbeiten. Man kann sofort mit mehr oder weniger einem Stanley-Messer dann die Einbauteile reinschneiden in den Styroporstein. Ganz ein wesentliches Thema ist die Wärmedämmung. Den Styropor isoliert, hält also die Wassertemperatur im Pool. Beton stabilisiert das Ganze. Optisch kann das dann ganz unterschiedlich aussehen. Das sogenannte High-Level-Pool etwa hat keinen Skimmer, sondern eine Überlaufrinne und damit einen höheren Wasserspiegel. Der Deckel muss dann natürlich passen, ob schienenlos, elektronisch, aus Glas oder eine Folie. Poolabdeckungen schützen vor Schmutz, dienen aber auch als Kindersicherung. Wir legen da einen Wert, einen ganz großen Wert auf Nachhaltigkeit. Es ist so, dass wir dieses Thema Salzwasserpools forcieren, wo im Grunde durch ein Elektrolyseverfahren in einer Elektrode zwar ebenfalls Chlor produziert wird, aber auf natürlichem Wege. Na dann, ab ins Wasser und den Sommer genießen. Und für Berthold Schickmeier geht es jetzt zurück zum Arbeiten in den Schauraum bei Pool Doktor.